Heute ist ja wieder eine neue Folge How to Stock Free. Diesmal geht es um das Charting auf dem Stock-Free Terminal. Und da springen wir dann direkt rein. Die letzten Male ging es generell um die Kreation von eigenen Desktops. Findet man alles auf dem How to Stock Free YouTube-Kanal, also wenn man die vergangenen Webinare anschauen möchte. Und da befinden sich auch die ganzen anderen Tutorials zu verschiedenen Desktops. Aber jetzt springen wir erstmal auf das Stock-Free Terminal. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, entweder hier über dieses Icon und dann Terminal oder hier über die ganzen Buttons, die integriert sind, gelangt man jederzeit über stockfree.com in das Terminal. Und hier habe ich schon mal extra einen leeren Desktop geöffnet und den werden wir jetzt erstmal mit einem Chart befüllen. Da gibt es eigentlich auch ein paar Shortcuts, aber den erkläre ich euch dann gleich. Für alle Eingefuchsten, die wissen wahrscheinlich schon, wie es noch einfacher geht, um Charts zu öffnen. Ansonsten findet man ja alle Widgets auf dem Stock-Free Terminal über die Toolbox hier oben rechts. Wenn man hier draufklickt, dann öffnen sich hier direkt alle Widgets, die man generell nutzen kann und auf den verschiedenen Desktops verbauen kann. Aber heute dreht sich alles um den Chart. Wenn wir schon den Chart besprechen, natürlich dann auch die Chartgalerie, was man da alles machen kann. Genau. Generell kann man auch einfach hier über die Suche nach dem Chart-Widget suchen. Also wenn man hier in der Suche nach Chart sucht, dann gibt es auch hier unter Widgets Chart und die Chart-Galerie. Oder jetzt kommen wir zu der Abkürzung. Einfach einen Rechtsklick auf den Desktop machen. Und dann gibt es auch hier diese Punkte, die man zuletzt benutzt hat. Und hier gibt es den Punkt Chart. Wenn ich hier draufklicke, habe ich auch schon direkt einen Chart geöffnet. Da öffnet sich so per Default eigentlich immer der DAX. Und da ich jetzt auch schon mal eine Chartanalyse zum DAX gemacht habe, man sieht, der DAX ist hier aus dem Trendkanal rausgefallen, aber hat hier, wo es drehen sollte, auch perfekt gedreht. Die öffnet sich jetzt in dem Fall, was für ein Feature dahinter steckt, damit dann gespeicherte Chartanalysen direkt laden. Dazu kommen wir dann auch noch. Aber wir fangen jetzt erstmal mit einem leeren Chart an, so wie der, wenn man ganz neu anfängt, eigentlich auch erscheint. Hierzu setze ich den Chart mal eben zurück. Genau, und generell sieht er eigentlich am Anfang so aus, es gibt ein Volumen, einmal hier drinnen als Indikator und dann hier einmal den ganz normalen Kerzenchart. Den Chart kann man sich auch, genauso wie die ganze Plattform, auch in Dark oder im hellen Theme anzeigen lassen. Hierzu einfach unten links kann man hier zwischen hell und dunkel wählen. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass hell anscheinend besser sein soll für Webinare, deswegen schalten wir alles mal hier auf hell um. Genau. Anscheinend soll man es besser lesen können. Und wenn es dann draußen dunkel wird, ist hell auch gar nicht so schlecht. Da hat man noch einen zusätzlichen Belichtungsfaktor. So, jetzt haben wir einmal hier den Chart. Den machen wir jetzt nochmal ganz groß. Und jetzt gehen wir mal das Ganze so Schritt für Schritt durch, wenn man so ganz neu ist. Und was ich so empfehlen würde, wie man sich dem Ganzen annähert, damit man so ein perfektes Chart-Setup hat und dann einmal das Ganze einrichtet und dann jederzeit darauf zurückgreifen kann. Beginnen will ich mal hier oben links. Hier unter Chart gibt es die Optionen. Man kann hier die Charts, die man gespeichert hat, laden. Das geht über das Laden. Dann gibt es den Punkt Speichern. Also wenn man eine Chartanalyse macht und dann bestimmte Instrumente, Indikatoren in den Chart legt, kann man den Chart dann hier speichern und hat den dann auch auf der Stockfree App direkt abrufbereit oder auch über die Funktion, wie gesagt, laden. Speichern als, das wird sinnvoll, wenn man schon eine Chartanalyse hat zu einem Wert und man möchte beispielsweise noch eine weitere machen auf einem anderen Timeframe, dann könnte man Speichern als wählen und dann beispielsweise zwei verschiedene Analysen zu dem DAX haben. Dann gibt es die Funktion, dass man den Chart auch als Bilddatei herausspeichern kann. Wenn man beispielsweise einen Artikel integrieren will, dann hat man auch hier dieses Wasserzeichen direkt drin, also ist quasi direkt gelabelt. Dann gibt es hier die Funktion unter Wert. Da kann man nach Werten suchen, also wenn man hier einen anderen Wert reinladen will. Wir laden jetzt mal hier die LVMH hinein. Die haben nämlich gleich noch Quartalszahlen. Jetzt setzen wir den Chart nochmal zurück. Da habe ich nämlich auch eine Chartanalyse zu. Genau, jetzt haben wir die LVMH hier reingeladen. Das geht über Werte und dann suchen. Alternativ kann man sich auch hier weitere Werte zum Chart hinzufügen. Das geht einfach über den Punkt hinzufügen. Wenn wir jetzt beispielsweise nach einer MS suchen, hier draufklicken, dann hätten wir jetzt einmal LVMH in Gelb und einmal MS in Grün hier.
direkt gegeneinander gebenchmarkt und man sieht beispielsweise eine LMS hat jetzt die LVMH über den Zeitraum von 6 Monaten outperformt, weil eine LVMH hier rund 13% verloren hat, während eine LMS so rund 7% verloren hat. Genau, das geht über diese Wert- und dann Hinzufügen-Funktion. Weiter kann man auch hier eigene Formeln entwickeln, beispielsweise für Indikatoren, die man dann sich auch hier direkt im Chart anzeigen lassen kann. Aber das ist schon sehr, sehr tiefgreifend, da bin ich jetzt auch nicht so der Spezialist in der ganzen Programmierung, aber es wäre theoretisch auch möglich. Wir nehmen jetzt mal RMS wieder raus und dann haben wir jetzt hier diese Linie im Chart drin. Jetzt haben wir keinen Kerzenchart, sondern Linienchart. Wir wollen natürlich wieder umstellen, deswegen klickt man es einfach hier auf Linie. Und dann auf Kerzen. Jetzt ist alles wieder ganz normal. Dann gibt es hier natürlich die Möglichkeit, zwischen ganz verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten auszuwählen. Gibt es ja die verschiedensten, je nachdem, was man so favorisiert. Hier kann man dann die Timeframe der Kerzen wechseln. Hier mit Eintageskerzen. Können das Ganze auf einen Tickchart umstellen. Wie auch immer, was man will, oder ein eigenes Intervall festlegen, hierüber. Das kann man auch speichern, wenn man sagt, man will 3 Minuten Kerzen haben. Dann kann man hier den Zeitraum auswählen, den man hier generell einmal angezeigt haben will, beispielsweise ein Jahr. Dann haben wir jetzt hier den Chart von LVMH auf ein Jahr. Hier kann man dann die ganzen Indikatoren auswählen. Wenn man jetzt nämlich ganz neu startet in den Chart, würde ich jedem einmal empfehlen, die ganzen Indikatoren, die man so regelmäßig benutzt, einmal auszuwählen. Also wir klicken hier auf Indikatoren und jetzt sagen wir, wir brauchen jetzt hier einmal den Exponential Moving Average. Klicken auf EMA und dann wird hier auch schon direkt angezeigt. Was man jetzt machen kann, bei den ganzen Indikatoren, die man wirklich regelmäßig benutzt, auf jeden Fall hier dieses Wimpelsymbol, da einmal draufklicken, damit dieser Indikator direkt als Favorit markiert wird und man nicht jedes Mal danach suchen muss. Um den hinzuzufügen, klickt man einfach hier mal drauf. Jetzt haben wir hier einmal den EMA 50, hier sieht man es auch oben in der Legende, hier hinzugefügt. Dann, um einen weiteren Indikator hinzuzufügen, wir sagen jetzt einfach mal das Volumenprofil, klicken wir einfach hier wieder auf Indikatoren und dann geben wir Volume Profile ein. Genau, das ist Teil von Tech Advanced. Auch hier können wir hier draufklicken. Jetzt habe ich hier mal das Volume Profile auch hier direkt im Chart drinnen. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Es gibt ja das ganz normale Handelsvolumen hier unten. Da sieht man, wie viel Volumen an einem bestimmten Tag oder in einem bestimmten Zeitintervall, hier sind es ja jetzt Tageskerzen, gehandelt wurden. Das Volume Profile ist hingegen anders. Da sieht man hier einmal in hellblau den Point of Control. Das ist quasi das Kursniveau, wo das meiste Handelsvolumen angelaufen ist. Also bei dem das Volume Profile ist im Unterschied dazu quasi, wie viel Handelsvolumen auf einem bestimmten Kursniveau gehandelt wurde. Und je mehr ja, Volumen auf einem bestimmten Niveau gehandelt wurde, desto ja, stärker oder mehr von Interesse ist dieses Kursniveau, weil es halt viele Käufer, viele Verkäufer gab. Und wenn der Kurs beispielsweise ja, zurückkommen sollte zu diesem Niveau, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es da Käufer ergeben wird. Also die Marke beispielsweise auch als Unterstützung dient. Genauso auf der, ja, im Gegenbeispiel, also wenn es hier hochlaufen würde, könnte man hier erwarten, dass es dann zunächst ja, viele Verkäufer geben wird oder mehr Verkäufer, da die beispielsweise plus minus null aus ihrer Position wieder raus wollen. Also auch rein psychologisch das Ganze. Und je nachdem, wie weit man rauszoomt, passt sich dieses Volumenprofil auch an. Also weil wir natürlich eine größere Zeiteinheit jetzt hier sehen. So viel dazu. Dann gibt es natürlich viele weitere Indikatoren. Wir können jetzt hier beispielsweise noch den RSI nehmen. Klicken wir auf Indikatoren. Dann suchen wir nach RSI und fügen den auch hinzu. Dann eine Sache, wenn wir jetzt hier noch einen zweiten EMA hinzufügen wollen, könnten wir jetzt hier wieder nach Indikatoren suchen. Wir suchen jetzt wieder nach EMA, klicken wieder drauf. Jetzt sehen wir aber, jetzt ist eigentlich nichts passiert, außer dass der EMA rot geworden ist. Die Sache ist hier, wir sehen jetzt hier eine Legende, EMA 50 in Gelb und EMA 50 in Rot. Die liegen natürlich jetzt alle übereinander. Und um das zu ändern, wir machen jetzt hier mal diese Seitenleiste zu, kann man hier einfach einen Doppelklick drauf machen auf den, den man jetzt anpassen will. Wir sagen jetzt, wir wollen den gelben abändern, Doppelklick drauf. Und jetzt öffnet sich diese rechte Seitenleiste.
Die kann man auch ganz anders öffnen, einfach hier über dieses Pfeilsymbol neben Trade. Also man kann ja auch aus dem Chart handeln. Öffnen wir die Seitenleiste. Die Besonderheit, wenn wir die nämlich nicht einfach so öffnen, wenn wir nämlich hier draufklicken, ist nämlich, dass es dann direkt an die passende Stelle springt. Also wir müssen dann nicht mehr durch dieses ganze, ja, quasi die Anordnung hier durchscrollen und suchen, wo ist jetzt hier immer 50 in Gelb, sondern wenn wir hier einen Doppelklick drauf machen, springen wir direkt an die Stelle hier und können jetzt hier statt Periode 50 einfach 200 eingeben, bestätigen mit Enter. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir hier einmal rot den 50er und einmal in Gelb den 200er. Die Linienfarbe können wir natürlich auch noch ändern unter Linie. Einfach hier das Dropdown öffnen. Dann können wir hier die Farbe auswählen. Können es beispielsweise rosa machen oder wir können es dunkelblau machen. Wir können die Dicke verändern, ganz dick, dünn. Und wir können natürlich auch den Wert auf der Preisachse anzeigen lassen, damit wir dann nicht jedes Mal hier hingehen müssen, um zu schauen, wo das Niveau eigentlich gerade ist. Was man auch machen kann über dieses Augensymbol, man kann sich auch hier den EMA, man kann den jetzt hier drinnen lassen im Chart, aber ausblenden. Das funktioniert über dieses Auge. Genau, und so kann man auch den Chart abspeichern, wenn man sagt, man hat jetzt Indikatoren, die man ab und zu mal hinzuzieht, aber nicht jedes Mal aktiv haben will, kann man die ja auch ausblenden und wenn man sie dann braucht, dann wieder hinzunehmen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ja, viele Anpassungen vorzunehmen, beispielsweise dieses Gitternetz rauszunehmen. Das würde über Einstellungen ganz oben und dann hier Gitter funktionieren, hier Gitter anzeigen, an- oder ausstellen. Das ist natürlich gut für die Orientierung. Dann die Legende kann man anpassen, ob man die hier überhaupt haben will oder ob sie vertikal, horizontal sein soll. Das sind so eigentlich so die generell wichtigsten Sachen. Unter primäre Y-Achse gibt es auch die Möglichkeit, auf logarithmische Skala umzustellen. Das funktioniert auch über Rechtsklick hier auf diese Preisachse. Da kann man auch auf logarithmische Skala umstellen. Das ist ja teilweise auch wichtig. Und wenn man jetzt hier diesen Basiswert schon im Chart hat, wir sehen jetzt hier die LVMH. Wenn wir hier das Dropdown öffnen, dann können wir hier auch hier den Typ ändern der Kerzen, ob es jetzt Kerzenlinien sein sollen. Wir können auch hier den Handelsplatz anpassen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt keine Xetra-Kurse, sondern einen anderen Handelsplatz, können wir es hier auch auswählen. Den Kurstyp kann man anpassen und auch hier über Kerzen kann man auch die Farbe der Kerzen steigen und fallen verändern, wenn man weiße Kerzen haben will. Genau, jetzt kommt hier die Frage, was die logarithmische Skala ist. Die Sache, jetzt sieht man hier, ganz normal, wenn man keine logarithmische Skala hat, ist es ja so, wenn ein Kurs, sagen wir mal, bei 10 Euro notiert und dann der Wert jetzt von 10 Euro auf 20 Euro ansteigt, dann wird es ja relativ betrachtet eine Kursperformance von 100%, aber wären absolut gesehen nur 10 Geldeinheiten. Wenn der Kurs dann irgendwann mal von dem Wert jetzt bei 100 Euro ist, dann würde ja eine Kursperformance von 100% wäre der Kurssprung quasi von 100 auf 200. Und absolut gesehen wären es dann 100 Geldeinheiten im Vergleich zu den Geldeinheiten, 10 Geldeinheiten früher. Und damit quasi diese relativen Veränderungen jedes Mal, also es waren beides Mal, also von 10 auf 20 und von 100 auf 200 waren beides Mal ja, Kurssprünge von 100%. Und die logarithmische Skala, wenn man die aktiviert hätte, dann würden auf dieser Y-Achse die Veränderung von 10 auf 20 wäre von der ja, Höhe her genauso hoch wie von 100 auf 200. Genau, aber wenn man es nicht auf logarithmisch hätte, dann würde natürlich diese Veränderung von 100 auf 200 hier viel krasser wirken als die 10 auf 20. Genau, das nutzt man vor allem bei so Werten wie ja, Bitcoin oder wenn man generell sehr weit rauszoomt aus dem Chart, um quasi diese ja, visuelle Darstellung nochmal zu vereinheitlichen. Genau. Genau. Und wie gesagt, hier kann man bei den Kerzen dann noch die Farben verändern, wenn man dunkle Kerzen haben will und helle nutzen ja doch manche. Oder auch hier die Kursalarme sieht man auch direkt hier drinnen. Kann hier neue Kursalarme anlegen. Und wenn wir schon bei den Kursalarmen sind, man kann hier auch direkt Kursalarme auf beispielsweise verschiedene Indikatoren anlegen. Wenn man es beispielsweise benachrichtigt werden will, wenn der Kurs den EMA 50 in Rot hier schneidet, könnte man einfach einen Rechtsklick auf diesen EMA 50 machen. Dann klickt man auf Alarm, Kurs, Kreuz EMA 50. Wenn wir draufklicken,
würden wir dann direkt benachrichtigt werden, sobald das der Fall ist. Genauso kann man auch sowas anlegen, wie beispielsweise, wenn der Kurs, wenn hier der EMA 50 und der 200er sich schneiden in Form von Golden oder ein Death Cross, kann man das hier auch machen. Einfach hier Rechtsklick drauf, dann gibt es hier auch die Option vom Schnitt von beiden. So viel dazu. Genau. Und die Favoriten, wie gesagt, von den ganzen Indikatoren, die sieht man jetzt hier oben. Habe ich hier beispielsweise das Volumen drin, den EMA, das VWAP, den RSI, Rate of Change, Average True Range, Bollinger Bänder, genau, MACD und so weiter. Und wenn wir sagen, das ist jetzt so unsere Chartvorlage, die wir wirklich regelmäßig benutzen, dann könnte man das Ganze auch so speichern, damit man jedes Mal genau dieses Bild vor Augen hat, wenn man einen neuen Chart lädt. Hierzu klickt man einfach hier auf das Pfeilsymbol, damit sich wieder diese rechte Seitenleiste öffnet. Anschließend klickt man auf das Einstellungszahnrad. Dann klickt man auf Vorlage speichern. Vergibt einen Namen für die Vorlage. Und wenn man diese Vorlage jedes Mal wirklich als Standard haben möchte, dann setzt man noch hier den Haken, klickt auf Fortfahren. Und dann würde man diese Vorlage hier unten neben dem Einstellungszahnrad hier dann unter den ganzen Vorlagen finden und kann dann zwischen seinen Vorlagen einfach ganz beliebig aussuchen. Wir machen das Ganze jetzt mal ganz schnell. Vorlage speichern, nennen es Test. Den Haken setze ich jetzt nicht, aber fortfahren. Und jetzt sehen wir schon, hier ist jetzt die Vorlage Test hinterlegt, die genauso aussieht. Also wenn man hier auch auf 15 Minuten geht und dann das Ganze nochmal speichert, indem man nochmal auf das Zahnrad geht, Vorlage speichern, Test auswählt, dann den Haken bei Ersetzen stehen lässt und Fortfahren klickt, dann würde es auch direkt so mit dieser Zeiteinheit übernommen werden. Genau, das ist nochmal vielleicht wichtig, wenn man beispielsweise verschiedene Vorlagen für verschiedene Zeiteinheiten anlegt, dann ist es auch wichtig zu beachten. Ich glaube, beim Alarm ist es sogar egal, welcher Mikro jetzt hier, aber ich habe es eigentlich noch nie ausprobiert. Ich kann nochmal hier klicken. Ja, wobei. Ich glaube, auf den, wo man draufklickt und das dann aktiviert, der schneidet. Ja, wobei. Spannende Frage, habe ich jetzt noch nie so beobachtet. Aber im Screener kann man das auch machen. Also da kann man in dem Screener von Stockfree gibt es eine Kennzahl, die heißt Golden Cross und Death Cross. Und da kann man dann direkt danach filtern. Da ist es schon so voreingestellt. Aber die Möglichkeit gäbe es auch im Chart. Aber prinzipiell ist es eigentlich sinnvoller, das Ganze im Screening zu machen, weil man da nicht jetzt nur Chart für Chart das Ganze machen kann, sondern ich kann es ja vielleicht mal zeigen. Screener. Genau, der heißt Screener Beta. Und jetzt hier beispielsweise eine Grundgesamtheit auswählen. Beispielsweise, sagen wir jetzt mal S&P 500. Und dann gehen wir in den dritten Punkt. Aber da gibt es dann auch nochmal ein gesondertes Webinar dazu. Aber es gibt die Kennzahl einfach Golden Cross. Genau hier, klickt man drauf. Und dann wird jetzt schon direkt danach gescreent, ob es gerade Werte gibt. Im S&P-Verfahren gibt es gerade keine, die Golden Cross machen. Aber man könnte sich hier direkt benachrichtigen lassen. Deswegen ist es auch da eigentlich sinnvoll am Screener, indem man einfach hier auf diese Glocke klickt, Listenüberwachung hier anklickt, dann Namen gibt, das Prüfintervall kann man auf minütlich stellen und dann wird man direkt benachrichtigt, sobald ein Wert im S&P 500 genau ein Golden Cross vollzieht. So viel dazu. Dann haben wir jetzt mal soweit quasi die Chartvorlage, wie man die anlegt, einmal abgehandelt. Und was man hier auch sieht, ist einmal dieses Feature, was ich vorhin meinte, das Auto-Chart-Feature. Wenn das hier blau leuchtet, dann bewirkt es das, dass wenn man schon einen Chart analysiert hat zu dem Wert, der zuletzt gespeicherte, dann auch automatisch hineingeladen wird in den Chart, wenn man jetzt wieder nach diesem Wert sucht. Wenn man es natürlich ausstellt, dann passiert das nicht, dann wird jedes Mal die Standardvorlage ohne die Chartanalyse geladen. Also je nachdem, wie man es haben möchte, kann man es dann einfach auswählen. Wenn man auch Chart Trading haben möchte, gibt es auch hier den Punkt Chart Trading aktivieren. Und dann kann man direkt hier direkt dann im Chart handeln. Genau. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Werkzeuge, jetzt so horizontale Linien, Trendlinien. Und da gibt es auch einige Tricks, die ja selbst einige Leute, die schon länger auf der Plattform sind, noch gar nicht kennen. Und ich glaube, da ist für jeden noch etwas dabei. Deswegen fangen wir mal an mit einem ja, ganz normalen
Werkzeuge, die wir jetzt hinzufügen, einmal eine horizontale Linie, also hier, horizontale Linie. Auch hier kann man das Ganze als Favorit markieren. Würde ich euch auch empfehlen, so die ganzen Werkzeuge, die ihr regelmäßig benutzt. Wir nehmen jetzt mal die horizontale Linie und legen die jetzt mal in den Chart hinein. Dann gibt es natürlich noch viele weitere. Was ich jetzt so benutze, ist jetzt hier mal die Trendlinie oder den Trendkanal. Und da kommen wir schon zu dem ersten Trick. An sich braucht ihr den Trendkanal gar nicht, weil ihr auch eine Trendlinie verwenden könnt und die dann zu einem Trendkanal konvertieren könnt. Deswegen klicken wir mal auf Trendlinie. Und jetzt zeichnen wir mal hier diese Trendlinie in den Chart hinein. Was hier wichtig ist oder was ich euch da mitgeben kann, ihr seht ja diese Punkte hier. Hier mal den Punkt und hier mal diesen Punkt. Das sind quasi die Ankerpunkte, die wie so ein Magnet funktionieren. Die docken halt direkt hier an der Kerze an. Und je nachdem, wo ihr den nehmt, dockt es halt an anderen Stellen. Und wenn ihr es hier andocken wollt, dann müsst ihr diesen Punkt auch dorthin bewegen, wo ihr quasi diesen Magnetmechanismus haben möchtet. Genau. Legen wir es jetzt mal hier an und hier. Und wenn man das Ganze jetzt zum Trendkanal konvertieren will, einfach hier auf diese Trendlinie einen Rechtsklick, dann auf Aktionen und dann zu Trendkanal konvertieren. Und genau, dann hat man das Ganze schon und kann es jetzt hier einfach auch hier wieder mit dem Punkt den Dock-Effekt markieren. Genau, jetzt hätte man hier diesen Trendkanal drinnen, ohne dass man eigentlich diesen Trendkanal als Werkzeug benutzt hat. Dann gibt es hier mal die geometrischen Werkzeuge, wie beispielsweise Ellipsen, das Rechteck oder auch den Pfad. Der Pfad ist quasi der Pfeil. Muss man einfach auch erst dran gewöhnen, dass der Pfad der Pfeil ist. Wir klicken den jetzt mal an. Und wenn man den jetzt hier mal in den Chart klickt, dann wird quasi der erste Punkt gesetzt. Wenn wir nochmal klicken, wird der zweite Ankerpunkt gesetzt. Also mit jedem Klick setzt man so einen Punkt und dann kann man hier so einen Pfeil reinlegen in den Chart. Um wieder aus diesem Modus herauszuspringen, einfach einen Doppelklick und dann ist man aus diesem Pfeilmodus draußen. Und jetzt sehen wir hier eine Linie ohne den Pfeilkopf. Das können wir ganz einfach ändern, indem wir auch hier wieder einen Doppelklick. Doppel-Linksklick in dem Fall drauf machen. Es öffnet sich hier wieder dieses Seitenmenü, springt direkt an den Punkt Pfad. Und jetzt können wir hier einfach bei Pfeil anzeigen den Haken setzen. Und jetzt haben wir auch hier den passenden Kopf, können die Linienart verändern von gestrichelt, gepunktelt, dick, normal, wie auch immer. Und haben den Pfeil jetzt auch hier und können den natürlich hier frei im Chart bewegen, können auch hier generell frei im Chart agieren. So, jetzt haben wir einmal den Pfeil hier drinnen. Dann gibt es hier auch Dinge wie Fibonacci-Level, Fibonacci-Projektion. Das benutze ich gerne unter den Werkzeugen sonstigen. Gibt es ein spannendes Werkzeug, ist einmal hier der Preisbereich. Da haben wir hier das Ganze. Wenn man hier draufklickt und hier nach hier zeigt, dann sieht man hier einmal, was quasi von hier nach hier die relative und absolute Veränderung war. Und das ist ganz spannend, wenn man sich so Kursziele direkt in den Chart legen will oder beispielsweise so ein Stop-Loss nochmal relativ sehen möchte, wie viel es prozentual wäre. Aber da kann ich euch schon sagen, da wird es auch dann demnächst ein extra Werkzeug für geben, wo man sich so ein Chance-Risiko direkt so im Chart mit Rot und Grün so anzeigen lassen kann. Das kommt dann auch noch. Dann gibt es einmal noch das Textsymbol. Das ist noch ganz spannend. Für alle Elliott-Wellen-Fans gibt es dann hier auch die ganzen Elliott-Wellen-Geschichten. Hier unter Extras, da gibt es einmal den Stock-Free-Score. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Selbst wenn man jetzt keine fundamentale Ahnung so hat, oder auch wenn man fundamentale Ahnung hat, ist es eigentlich ganz interessant, so den Stock-Free-Score einmal anzuschauen, um halt zu sehen, bei welchem Wert wo vielleicht nochmal besonderer Bedarf ist, nochmal hinzuschauen, in die Zahlen reinzuschauen. Wenn wir den nämlich hier auswählen, wird er zur LVMH-Aktie direkt hinzugeladen. Einmal hier in lila, sieht aus wie ein RSI. Aber da sieht man quasi die Veränderung von dem Stock-Free-Score von der LVMH-Aktie. Sieht man, die war hier noch im Mai 2023 bei 70 und ist jetzt mittlerweile bei 52, nee, 47 angelangt. Und der ist so zu lesen, damals waren Er war LVMH besser vom fundamentalen Rating her als 70% der Werte in diesem ganzen Score-Universum. Und jetzt ist es nur noch besser als 52
oder als 47 Prozent der anderen Werte, also schlechter als 53 quasi. Aber das darf man natürlich nicht einfach so, so hinnehmen. Also man muss da schon die fundamentalen Daten zu dem Unternehmen betrachten. Und das ist jetzt hier nur der Score. Aber es gibt ja viele Feinheiten. Wenn ich jetzt hier die LVMH nach der Suche, dann habe ich das Instrumentenprofil. Dann sieht man hier schon Stock-Free-Score. Wenn man hier draufklickt, dann öffnet sich der Score hier in der Detailansicht. Und dann kann man wirklich alles so nachlesen, wie sich der zusammensetzt, in welchen Kategorien LVMH vielleicht besser oder schlechter performt. Beispielsweise die Bewertung ist noch nicht gerade günstig, auch wenn sie jetzt historisch zu sich selbst gesehen deutlich günstiger notiert. Wachstum sieht weiterhin gut aus, Qualität und Verschuldung auch. Genau, und Dividenden und Aktienrückkauf, da kann man sich nochmal alles näher anschauen oder auch mit der Peer Group direkt vergleichen mit anderen Luxusherstellern. Das geht da und so kann man sich das auch hier direkt im Chart visualisieren lassen, wer das vielleicht möchte. Das habe ich mal wieder rausgenommen. Schalten wir da auf Kerzen um. Genau. Dann gibt es natürlich hier unter den Extras noch das Volume Profile. Also das findet man nicht nur über Indikatoren, sondern auch hier unter den Extras. Und nein, noch ganz spannend ist der Punkt Termine, Nachrichten und Analystenkurse. Die kann man sich auch alle im Chart anzeigen lassen. Insbesondere Termine empfehle ich euch, weil das habe ich jetzt. Viele natürlich auf der Plattform sind auch jetzt so in deutsche Werte investiert. So eine BASF lese ich häufig, bin ich jetzt kein Fan von, aber die zahlen ja gut Dividende, auch wenn sich die Dividende eigentlich nicht wirklich leisten können. Also rein fundamental her gesehen. Wenn man nämlich auf Termine klickt, dann haben wir jetzt hier mal die Termine, also seien es jetzt Quartalszahlen oder Dividendenausschüttungen. Die werden jetzt hier unten mit D und mit Q für Quartalszahlen direkt angezeigt, wann die waren. Sieht man, ah, hier gab es ein Earnings Down Gap. Und man sieht auch hier im rechten Seitenmenü unter Termin verschiedene Möglichkeiten. Und hier gibt es den Punkt Dividenden visualisieren. Und das empfehle ich euch auf jeden Fall, weil häufig habe ich dann gelesen, beispielsweise als Mercedes, zahlen ja auch 7% Dividende. Und als die gezahlt wurde, gibt es natürlich den Dividendenabschlag. Also man kann nicht einfach, wie es damals in den Anfängen, wenn man vielleicht neu angefangen hat, dachte man sich, ah, man kauft einfach den Wert vor der Dividendenzahlung und ja, verkauft dann direkt wieder. Also leicht ist natürlich nicht. Wäre schön, wenn es so gehen würde. Also deswegen klicken wir auf Dividenden visualisieren. Und dann sieht man direkt im Chart, wie viel quasi der Dividendenabschlag ausmacht. Hier sieht man es hier oben, wo hier jetzt Dividenden steht, dass quasi hier ein Abschlag von 0,78% stattgefunden hat. Und genau das erklärt nochmal, wenn da so größere Bewegungen sind. Bei der Mercedes sieht man es natürlich größer, weil da der Impact 7% halt direkt beträgt, aber so kann man sich das schön im Chart direkt visualisieren lassen. Genau, das ist ein Feature, was ich auf jeden Fall spannend finde. Oder auch, wenn man in die Historie geht und dann sagt, ja, was ist denn da nochmal passiert an bestimmten Zeitpunkten, kann man hier auf Nachrichten klicken und dann sieht man hier die ganzen Nachrichten, wenn Analysen geschrieben wurden. Genau, kann hier was auch immer, was einen interessiert, sich hier anzeigen lassen. Also hier auch per Haken setzen. Genau, jetzt sieht man hier, wenn eine Echtzeitnachricht kam, kann man die hier aufrufen. Steht jetzt hier beispielsweise das Quartalsergebnis. Genau, das ist, dass der Umsatz um 17% gesteigert wurde, etc. Dann, viele nutzen natürlich auch den Chart häufig und wollen dann natürlich auch wissen, was sind so direkt die Analysen. Da muss man jetzt gar nicht so das Newsfeed-Widget öffnen, sondern kann hier einfach auf den Newsfeed direkt hier klicken, dann auf News oder auf Analysen. Und dann sieht man auch hier alle Analysen, die mit Louis Vuitton zusammenhängen, beispielsweise Birkenstock IPO morgen. Da kann man sich das dann alles hier noch direkt durchlesen. Genau, ist alles an einem Platz, dass man da nicht sehr, sehr viele Sachen öffnen muss. Dann haben wir jetzt natürlich schon ein paar Zeichnungen hier in den Chart reingelegt. Sagen wir mal, das ist jetzt so unsere Chartanalyse zur LVMH-Aktie. Dann könnte man hier einfach auf Chart klicken, dann auf Speichern. In dem Fall ist ganz wichtig, deswegen klicke ich jetzt nicht auf Speichern, weil ich habe ja schon eine Chartanalyse zur LVMH. Würde ich jetzt auf Speichern klicken, würde ich jetzt quasi meine bestehende Chartanalyse durch das jetzt hier ersetzen. Ganz wichtig, der Fehler, ich glaube, der passiert jedem einmal und meine ärgert sich auf jeden Fall, weil die mühselig erstellte Chartanalyse dann weg ist. Deswegen klicke ich jetzt auf Speichern als. Dann kann man erstmal einen Namen vergeben. Das passt so. Das Ersetzen wählen wir jetzt nicht. Dann können wir noch einen Tag vergeben. Und da,
ist eine Sache, es ist vielleicht ja schwierig zu erklären. Viele werden es vielleicht gar nicht nutzen. Also ich nutze es selber eigentlich auch nicht, aber mache es mittlerweile auch mit, weil es nützlich sein kann in bestimmten Umständen. Ne? Wenn man beispielsweise so Multi-Timeframe-Analysen fahren will, so ein Chart zu einem Wert in verschiedensten Zeiteinheiten, ne? Dann ist es sinnvoll. Hier würde ich einfach empfehlen, man sagt, jetzt hat man hier Tageskerzen, dann sagt man hier einfach vergibt man hier den neuen Tag 1D. Ich habe jetzt einen schon angelegt, aber generell würde man dann einfach auf neuer Tag klicken, dann 1D reinschreiben und der würde dann so gespeichert werden. Jetzt ist gerade 6M hinterlegt. Wenn man gar keinen Tag mit denen arbeiten will, also man muss das überhaupt nicht machen, ich will es eigentlich nur erwähnt haben, könnte man jetzt hier, um das hier wegzubekommen, einfach draufklicken, dann bei 6M draufklicken, weil dann ist der Haken weg. Jetzt ist ja nichts mehr hinterlegt. Wenn man hier auf öffentlich stellt, dann können andere User auch die Chartanalysen von einem legen. Also bei mir sind eigentlich alle Chartanalysen öffentlich. Die kann man sich dann auch ansehen oder wenn man die mit anderen Usern teilt, sind die auch einsehbar. Und dann klickt man einfach auf Speichern und dann hätte man den gespeichert und der wandert jetzt hier oben bei den Chartkerzen, wandert der hier rein. Man sieht jetzt hier LVMH, ist jetzt hier mal gespeichert, Puma, Calolibre und viele weitere. Und wenn man hier draufklickt, lädt die Chartanalyse genauso, wie wir sie gespeichert haben. Ich habe ja gesagt, wir haben jetzt eine Chartvorlage auch noch gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise nach einer Apple suchen, dann öffnet sich am Anfang, wenn ich hier den Chart aufrufe, erstmal meine Standard-Chartvorlage. Also das ist mein Standard. Wir wollen jetzt vielleicht unsere anderen Chartvorlage verwenden. Hierzu klicken wir einfach wieder auf den Pfeil, neben dem Einstellungszahnrad hier auf dieses Feld. Wir wählen dann den Test aus, so haben wir unsere Chartvorlage genannt. Und dann wird ja auch direkt so wieder geladen. Genau. Das ist dann so nutzt man das Ganze dann, um dann die Chartvorlagen auszuwählen. Dann habe ich ja natürlich noch versprochen, es gibt noch weitere Tricks auch für Experten, die das schon länger benutzen. Und zwar will ich euch jetzt zeigen, wie ihr so Werkzeuge wie horizontale Linien in diversen Farben für Widerstände, Unterstützungen direkt in einer bestimmten Formatierung speichern könnt, damit ihr nicht jedes Mal mühselig die Farbe, die Dicke, gestrichelt, nicht gestrichelt, individuell anpassen wollt. Aber davor hat noch der Klaus eine Frage. Das Tag reagiert nicht wirklich. Du meinst das Autochart hier? Wäre vielleicht noch lieb, wenn du es noch schreiben würdest. Genau. Dann will ich euch das jetzt kurz zeigen. Also wir haben jetzt hier einmal eine Linie im Chart. Jetzt sagen wir haben jetzt Widerstände sind bei uns immer rot und die Unterstützungen sind bei uns immer grün. Da könnte man jetzt hier einfach auf diese horizontale Linie einen Rechtsklick machen und anschließend, man sieht jetzt hier sogar, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, wir haben ja die Trading-Funktion aktiv. Wir könnten jetzt hier sogar an diese Linie ein Stop-Buy oder ein Limit-Sell hier hinterlegen. Also man kann dann direkt aus dem Chart handeln, wenn man seinen Broker verknüpft hat. Es funktioniert über die Brokerize, über mein Depot. Da kann man Consorsbank, Comdirect, Flatex, Finanznet Zero, Just Trade, V-Trade, etc. hinterlegen. Genau, und dann direkt beispielsweise aus dem Chart hinaus handeln. Aber wir klicken jetzt hier auf Favorit speichern. Aber zuvor, wir wollen es ja in Rot haben, ändern jetzt erstmal die Farbe. Also Doppelklick links drauf. Jetzt sind wir bei der horizontalen Linie. Wir gehen zur Linie, können jetzt hier die Farbe auf Rot wechseln. Wir sagen, die soll normal sein, hier unter Liniendicke und gepunktet. Das ist jetzt quasi unsere Widerstandslinie. Deswegen klicken wir jetzt einen Rechtsklick drauf, klicken auf Favorit speichern und nennen das Ganze jetzt Support 1, klicken auf Fortfahren und jetzt wandert das hier oben hier zu den Linien. Wir haben die ja als Favorit gespeichert, aber jetzt sehen wir hier Punkt Support 1. Ich habe jetzt hier natürlich schon andere, für mich persönlich, aber Support 1, wenn wir jetzt hier draufklicken und hier irgendwo in den Chart, wo wir quasi diesen Widerstand reinlegen wollen, dann haben wir die Linie direkt so, wie wir sie gespeichert haben, können wir die jedes Mal abrufen, können sie natürlich duplizieren, ist natürlich auch umständlich oder wäre eine Möglichkeit, aber so kann man es direkt in den Chart reinlegen. Genau. Genau, ob man die Fibonaccis mit Farbe auffüllen kann, das funktioniert auch. Das sage ich auch gleich. Aber wie gesagt, so würde die Funktion funktionieren. Also wenn wir jetzt hier noch die grüne Unterstützung haben wollen,
Dann könnten wir hier einfach diese Linie wieder nehmen. Wir klicken Doppelklick drauf. Und jetzt gehen wir zur Linie. Wir nehmen jetzt eine grüne Farbe. Wir wollen es jetzt besonders dick haben, weil es jetzt unsere Unterstützung sein soll. Wir machen wieder einen Rechtsklick drauf, klicken auf Favorit speichern und dann nehmen wir es jetzt, achso, ich habe das andere schon Support genannt, das war mein Fehler. Nehmen wir es jetzt einfach hier Test. Fortfahren. Jetzt können wir hier wieder draufklicken, Test. Und dann haben wir die Linie direkt zu wieder. Und das kann man für alles Mögliche machen. Also auch für beispielsweise Trendkanäle, wenn der Abwärtstrend rot sein soll. Da würde man den einmal so formatieren, also nicht mehr schwarz, sondern eben rot. Wollen eine Füllfarbe, wollen wir nicht haben. Wenn wir das so haben wollen, einfach hier Favorit speichern, dann nehmen wir es einfach Abwärtstrend. Genau, und dann hätten wir den auch hier oben bei den Trendkanälen hier direkt drinnen und könnten jederzeit so wieder aufrufen. Und über das X kann man das Ganze dann einfach hier wieder rauslöschen, wenn man es nicht mehr braucht. Also es ist ganz dienlich, weil es sehr, sehr viel Zeit erspart, vor allem wenn man viel Charting betreibt. Da muss man nicht jedes Mal diese ganzen Linien in den Chart legen. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt von Manfred mit den Fibonaccis. Ja, ich arbeite auch sehr gerne mit den Fibonacci-Leveln. Deswegen gehen wir jetzt wieder auf Fibonacci-Level. Jetzt ziehen wir mal hier eins auf. Genau, und jetzt sieht man, bei mir ist es einfach schwarz. Man kann es natürlich hier anpassen. Man sieht jetzt hier schon, wenn es jetzt hier nicht ausgefahren wäre, können wir hier einfach einen Doppelklick, Doppel-Linksklick drauf machen. Und auch hier springt dann dieses Seitenmenü direkt zum Fibonacci-Level. Wir können jetzt hier die Linienfarbe einmal bestimmen. Beispielsweise wollen wir es jetzt in, ja, das ist alles nicht gut lesbar, in dunkelblau haben. Genau. Die Liniendicke können wir verändern, die Linienart können wir verändern, wenn wir uns gepunktet haben. Genau, man kann sagen, man will es rechts verlängert haben oder links rechts verlängert haben. Man kann Hilfslinien hinzunehmen. Also die Hilfslinie ist quasi die von wo bis nach wohin man es gezogen hatte. Genau, man sieht jetzt hier auch die ganzen Level. Man kann sich die ein- und ausblenden. Und hier über Farbe kann man sich dann hier auch die einzelnen Farben für die verschiedenen Level anpassen. Dann sagen wir hier die 50er wollen wir aktiviert haben und wollen es hier in Grün haben, dann ist hier quasi das vom 61er bis zum 50er jetzt so grün hinterlegt. Also das geht dann ganz unten, wenn man hier startet ja das Fibonacci Level hier. Und dann gibt es hier die Punkte Level, da kann man ein- und ausblenden, wenn man eins zunehmen will oder eins wegnehmen will. Und unter Farbe kann man hier für die einzelnen verschiedenen Levels die Farben noch hinterlegen. Und wenn man das dann auch immer so benutzen will, dann empfehle ich euch auch hier, einmal einen Rechtsklick drauf machen auf das Fibonacci Level, auf das Werkzeug und dann Favorit speichern. Dann nennt man es Fibonacci Level, wie auch immer, klickt auf Fortfahren, weil dann muss man nicht jedes Mal hier hingehen, sondern hat das Fibonacci Level direkt hier oben drinnen, klickt dann hier drauf und kann es dann auch ausziehen und dann hat man das in seiner Art, wie es halt aussehen soll. Jederzeit abrufbereit. Genau, sehr gut, dass geklappt hat, genau. Okay, das verstehe ich irgendwie nicht so. Es wird nicht der Chart gemäß der Vorlage an den vorgegebenen Positionen auf dem Desktop angezeigt. Meinst du, dass vielleicht der Chart dann ja so lädt, anstatt so, wie man den gespeichert hat, oder verstehe ich das irgendwie falsch? Genau, weil ansonsten dieses Auto-Chart-Feature ist halt, dass das quasi der zuletzt gespeicherte Chart, also wenn ich jetzt FOMH, das ist der zuletzt gespeicherte, nochmal öffnen würde und das aktiviert hätte. Dann würde nicht meine richtige Analyse geladen werden, sondern die da. Das würde dieses Auto-Chart-Feature bewirken. Und um diesen Chart wieder zu löschen, einfach einen Rechtsklick, dann löschen, fortfahren und dann ist es draußen. Dann eine Sache vielleicht noch, die ganz spannend ist, wenn man ganz viele gespeicherte Charts hat, gibt auch das Mein Chart-Widget. Suche, dann Mein, oder findet man es? Interessant. Schauen wir mal Toolbox. Generell gibt es das Feature, aber jetzt muss ich nur schauen, wie ich das finde. Puma. Ah, genau hier. Man kann einfach hier einen Chart öffnen, klickt dann auf hier Chart, dann auf Laden, weil dann
lädt hier dieses Widget. Jetzt kann man hier einfach die ganzen, das Widget und das Widget in ein Set verknüpfen. Also eine Set-Verknüpfung bewirkt, dass diese Widgets miteinander interagieren. Also wenn ich hier auf Blau klicke und hier auch auf Blau, dann sieht man schon, jetzt leuchten beide blau auf, interagieren also miteinander. Wenn ich jetzt hier auf Puma klicke, lädt hier der Puma-Chart und so weiter und so fort. Da kann man sich dann ganz einfach durchklicken. Also dieses Mind Chart Widget ist da sehr, sehr hilfreich. Genau, das gibt es noch. Und dann eine spannende Sache ist ja noch natürlich der Performance-Vergleich. Wenn man jetzt beispielsweise ein eigenes Depot, ein Musterdepot bei Stock3 hat, können Sie auf das Depot-Symbol gehen. Jetzt klicken wir jetzt hier mal auf das ChatGPT Growth Depot. Das ist jetzt, ich glaube, seit März, genau, habe ich das aufgelegt. Ist jetzt schon mittlerweile bei 17% zeitgewichteter Performance. Jetzt, dann wollen wir natürlich wissen, ja, 17% schön und gut, wie hat das Depot eigentlich gegenüber dem Nasdaq performt? Deswegen wollen wir das Ganze natürlich auch mal machen. Ich zeige euch, wie es geht. Und eine Sache vorab, wenn ihr jetzt beispielsweise ein Echtgelddepot mit Stock3 verknüpft habt über mein Depot, dann werdet ihr diese ganzen Kennzahlen wie Maximum Drawdown etc. Das ist jetzt so ein Depot, was ich einmal gekauft habe, quasi zusammengekauft habe und dann nicht mehr verändert habe. Dann gibt es natürlich keine Kennzahlen wie ja, schlechtester Trade etc. Aber generell kann man sich hier sehr, sehr viel ja, Auswertungen anzeigen lassen und weitere Kennzahlen hinzufügen. Also gibt es alle Sharpe Ratio, Beta, Alpha, was auch immer. Wenn ihr ein Echtgelddepot habt und es dann auch so tracken wollt, dann empfehle ich euch halt die ganzen Trades, die ihr im Echtgelddepot macht, in einem Musterdepot einfach abzubilden, weil dann habt ihr diese ganzen Möglichkeiten. So mache ich es selber persönlich und ja, will es eigentlich gar nicht mehr missen. Aber wir wollen jetzt natürlich hier einmal vergleichen, wie ist das Depot eigentlich im Performance zu einer anderen Benchmark. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal auf Performance und hier, wenn man dieses Depot-Analyse hier den Schieberegler aktiv hat oder deaktiviert, dann wird es halt einmal hier das Ganze angezeigt oder eben nicht. Und jetzt sieht man hier schon, gibt es die Möglichkeit, Chart-Widget öffnen und es gibt einmal hier die Möglichkeit Benchmark. Ganz einfach, kann man hier auch Benchmark wählen. Jetzt hat man hier einmal DAX und Versus einmal, also der DAX ist hier in Gelb, in 3% und einmal hier das Depot mit 18. Also den DAX haben wir schon mal outperformt, das ist sehr, sehr wichtig und schön. Aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen professioneller machen, das Ganze. Deswegen klicken wir jetzt hier auf Chart-Widget öffnen. Und jetzt sehen wir einmal hier quasi den Performance-Chart von unserem Depot. Jetzt haben wir hier einmal einen normalen Linien-Chart. Es gibt natürlich schönere Abbildungen. Da mag ich am liebsten nicht die Liniendarstellung, sondern die Mountain-Darstellung. Sieht das Ganze schon mal so aus. Man kann auch hier die ganze Farbe von dem verändern. Hierzu einfach einen Doppelklick hier oben in der Legende drauf. Dann springen wir auch an die richtige Stelle. Und jetzt können wir hier beim Mountain die Farbe verändern. Beispielsweise die Linienfarbe wollen wir Rosa haben, genau, und normal. Jetzt haben wir das hier einmal drinnen. Jetzt wollen wir natürlich das Ganze benchmarken. Hierzu klickt man einfach auf Wert, dann auf Hinzufügen. Jetzt suchen wir nach Nasdaq, Nasdaq 100. Jetzt ist alles wieder zurückgesetzt, natürlich blöd. Aber was man jetzt hier sieht, ist, dass hier der Nasdaq aktuell mit 3% nochmal besser performt als unser Depot. Das sieht man hier im Zeitverlauf. Man kann auch sagen, also ich habe ja keine wirkliche Historie, weil es erst im März aufgelegt wurde, also sagen die letzten 3 Monate, dann sieht das Ganze so aus und dann sind wir sogar ja, mehr oder weniger pari. Genau, und so kann man sich das dann, ja, auch hier gibt es die Möglichkeit seit Jahresbeginn, ja, wie gesagt, geht das seit März los, aber hier hätte man den Vergleich und dann kann man noch weitere Indizes hinzufügen, man kann auch Einzelaktien hinzufügen oder auch weitere Depots, es funktioniert alles über Hinzufügen und was ich euch dann empfehle, den ganzen Chart so einmal zu speichern. Also wir klicken jetzt hier auf Chart, dann speichern als, dann nehmen wir es Depot Benchmark. Tag brauchen wir nicht, deswegen klicken wir einfach hier in das Feld. Klicken nochmal hier drauf, dann ist es weg. Klicken auf Speichern und jetzt sehen wir unter unseren Charts hier den Vergleich. Die können wir jederzeit wieder aufrufen. Und wieso empfehle ich euch das? Weil ihr dann, wenn ihr unterwegs seid, jedes Mal einfach in euer Handy geht, die Stock3 App öffnet, zu den Charts geht, dann habt ihr auch den Chart und der aktualisiert natürlich auch über die Zeit den Nasdaq-Kurs oder die Nasdaq-Performance und die Performance eures Depots. Und dann seht ihr gerade, wo ihr steht. Müsst nicht jedes Mal in das Depot einloggen,
sondern seht, wie sich so das Ganze entwickelt im Vergleich zum Markt, weil es kann ja sein, dass der Markt abrasselt, aber ihr vielleicht gerade unterinvestiert seid oder die richtigen Aktien im Depot habt und dann schiebt ihr keine Panik, genau, wenn es mal am Gesamtmarkt runtergeht, sondern habt das Ganze immer im Kontext zu eurem Depot. Also das nutze ich sehr, sehr gerne. Dann wollte ich jetzt natürlich noch auf die Chartgalerie eingehen. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes ja, Widget. Deswegen suchen wir jetzt einfach nach hier Chartgalerie. Genau. Jetzt haben wir hier einmal die Chartgalerie. Und was man jetzt hier machen kann, man sieht jetzt hier einmal wieder Kursliste DAX ist jetzt hier hinterlegt. Das sieht man hier oben links. Man sieht es hier in jeder Kachel ist ein Basiswert oder eine Komponente vom DAX hinterlegt. Kann man jetzt hier durchscrollen und sich dann alle Charts von den DAX-Komponenten anschauen. Also das nutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich so die ganzen Charts durchgehe, aber am liebsten aus meiner eigenen Watchlist, weil da weiß ich, welche Werte ich drinnen habe, die ich auch regelmäßig beobachte. Und natürlich will man meistens Aktien auf verschiedensten Zeitebenen sich einmal anschauen. Aktuell sehen wir immer nur eine Zeitebene. Um das zu umgehen, klicken wir jetzt hier erstmal auf dieses Symbol, auf diese drei Punkte. Und wählen dann multidimensionalen Modus. Das ist auch Teil von Tech Advanced. Also wer vielleicht nur Tech hat oder TradeMed, das ist Bestandteil von Tech Advanced. Das ist sowieso von den technischen Paketen mein Favorit, wenn man für sich selber seine ganzen Analysen fahren will. Dann hat man Fundamentaldaten dabei, man hat die ganzen Chart-Funktionen dabei und im Screener die ganzen Funktionalitäten, ne? Eine Formel-Editor etc. Und jetzt klicken wir multidimensionalen Modus. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir hier Adidas und jetzt hier nicht mehr Airbus, sondern wirklich Adidas einmal hier, hier und hier. Man sieht jetzt hier oben einmal drüber jeweils diese Punkte. Man sieht hier einmal gibt es die Eintageskerzen über 6 Monate, hier einmal die Ein-Stunden-Kerzen über 2 Wochen und hier 5 Minuten-Kerzen über einen Tag. Das kann man natürlich anpassen, wenn man hier die kurzfristige Zeiteinheit haben will und hier die längerfristige, kann man das Ganze auch hier einfach umändern. Man kann natürlich sagen, man will jetzt nicht nur 3 Zeiteinheiten haben, sondern 4. Klickt man wieder auf die 3 Punkte hier, klickt auf Layout, dann sagen wir jetzt 4x4 oder sogar 5x5 und dann legt es individuell fest. Genau, klicken jetzt hier auf 4x4. Ist natürlich das Ganze kleiner, muss man schauen, was einem so obliegt und gefällt. Auch hier kann man wirklich seine eigenen Chart-Vorlagen hinterlegen. Also wir klicken jetzt hier auf leeren Chart. Und jetzt können wir eine unserer Vorlagen auswählen, um die dann in dieser Spalte hier hinterlegt zu haben. Oder wir klicken auf selbst definiert. Und dann können wir jetzt hier in diesen Chart bestimmte Indikatoren reinlegen, die wir jetzt in dem Moment beobachten möchten. Machen das Ganze wieder zu und dann hätten wir die auch direkt so gespeichert, wenn wir jetzt welche hinzugefügt hätten. Und das kann man ganz individuell für jede einzelne Spalte hier auswählen und kann sich dann hier einfach durchscrollen. Was man auch machen kann, ist natürlich hier relative Darstellung machen. Also im Vergleich über die verschiedenen Zeiteinheiten. Jetzt sehen wir hier gerade LVMH, die Quartalszahlen trudeln hier rein. Also das ist ganz gut bei dem DPA-Ticker. Aber darauf wollen wir jetzt, glaube ich, nicht eingehen, oder? Wollen wir mal kurz schauen. Also der Umsatz liegt bei 62,2 Milliarden, leicht unter der Prognose von 63,4. Organisches Umsatzwachstum von 14%. Genau. Also bis jetzt der Umsatz leicht unter den Erwartungen. Wie reagiert die Aktie? Schauen wir auch mal hier drauf. Jetzt hier mal lang und schwarz Exchange. Genau, aktuell tut sich noch nicht so viel. Könnt ihr ja mal nebenbei laufen lassen, ob da noch was passiert. Genau, das ist soweit dazu. Was man auch machen kann, man kann jetzt hier auf Kursliste DAX klicken und anschließend kann man jetzt hier wirklich eine eigene Watchliste hinterlegen, über eigene Watchlisten und dann eine Watchlist auswählen. Also mache ich es, wie gesagt, am liebsten, klicke ich jetzt hier auf die da. Und jetzt hier laden alle meine Werte aus der Watchlist rein und dann kann man hier einmal schön durch das Ganze gehen, kann sich die einzelnen Charts nochmal näher anschauen, indem man hier sagt, man will nochmal hier zur App wie den 1-Stunden-Chart über die 2 Wochen genauer analysieren, klickt man hier drauf. Und jetzt hier öffnet sich dann auch hier der direkte Chart. Hat das Ganze nochmal in groß. Also ist auf jeden Fall ja, eine gute Möglichkeit, Charts möglichst schnell durchzugehen, Setups zu finden. Genau. Aber ich glaube, das war jetzt eigentlich so alles zum Thema Charts.
wie man Charts miteinander vergleicht, habe ich euch gezeigt. Eine Sache, das ist die Zinsstrukturkurve, die hatte ich nämlich auch mal erstellt über den Formel-Editor. Es geht, wie gesagt, wir suchen nach Formel-Editor. Das ist auch ein Widget. Und jetzt könnte man hier verschiedene Instrumente in bestimmte Beziehungen setzen. Und vor allem nur über diese Rechenoperationen. Also so viel kann man jetzt auch nicht anstellen. Könnte man hier beispielsweise die 10-jährige US-Staatsanleihe abziehen von den Renditen der 2-jährigen. Genau, sieht jetzt hier schon den Wert. Aktuell, man sieht hier gerade, dass die kurzfristigen US-Staatsanleihen höher rentieren als die 10-jährige, als weiterhin emittierte Zinsstrukturkurve. Man kann jetzt hier sagen, Chart oder Formel speichern, wenn wir Formel speichern klicken, dann können wir hier diese Formel quasi so speichern. Oder wenn wir auf Chart klicken, dann sehen wir hier den Verlauf quasi, den Grad der Invertierung von der Zinsstrukturkurve. Und was man jetzt machen kann, sich so einen Chart bauen wie ich jetzt hier. Den zeige ich mal kurz hier über das Chart-Symbol. Ich glaube, ich habe den Zinsstrukturkurve genannt. Genau hier. Und da sieht man jetzt hier einmal diese Zinsstrukturkurve, wie eben hier. Und hier unten habe ich nochmal die beiden Renditen, Anleihenrenditen separat einmal eingestellt. Das funktioniert so. Ich klicke hier einfach auf Wert, dann hinzufügen. Dann suche ich wieder nach US-10-Year. Klicke hier auf Mehr, weil das ein bisschen versteckt ist, weiter unten, genau hier. Plus. Jetzt sieht man schon, jetzt ist es so blöd in einem. Um das zu umgehen, klickt man jetzt hier einfach in der Legende bei den US-10-Year Bonds. Sieht man hier diese Pfeile hoch und runter. Wenn wir nämlich hier auf runter klicken, dann schieben wir quasi die 10-jährige US-Staatsanleihe in ein separates Fenster quasi direkt runter. Und deswegen klicken wir jetzt hier nochmal auf Hinzufügen, machen das Ganze für die 2-Jährigen. Die sind auch wieder erst zu blöd in diesem Chart drinnen. Auch hier wieder ein Pfeil runter und nochmal runter. Auch hier jetzt, also hier nochmal runter. Und jetzt sind die beiden in einem Segment und hier einmal quasi die Differenz von beiden. Und das Ganze kann man sich dann über Chart und dann speichern als auch so als Chart speichern, dass man da jedes Mal direkt drauf schauen kann. Sehr gut. Genau, klar, das Webinar, man sieht es hier mittlerweile, LVMH schmiert euer ordentlich ab. Nachbörslich bei Tradegate minus 2%. Anscheinend Mode und Leder unter Konsens und das organische Umsatzwachstum auch etwas unter den Erwartungen. Für alle, die daran interessiert sind. Ich hoffe, es war ein guter Service, direkter Earnings-Service. Aber wo findet ihr das Webinar dann? Das findet ihr ganz einfach über YouTube. Wir öffnen das Ganze mal. Und dann gibt es den How to Stock Free YouTube-Kanal. Also sucht einfach bei YouTube How to Stock Free. Und dann seht ihr hier diesen Kanal. How to Stock Free, könnt ihr einfach draufklicken. Was ich euch empfehle, ist hier den einmal zu abonnieren und dann am besten die Glocke zu aktivieren. Also wenn ihr hier auf alle klickt, dann werdet ihr auch direkt benachrichtigt, wenn ich ein neues Tutorial zu einem Thema hochlade. Und dann unter Videos, da kommen dann alle Videos, auch das Webinar von heute, könnt ihr dann nochmal anschauen. Findet ihr dann morgen, werde ich das dann direkt hochladen. Findet es dann auch hier auch schon verschiedenste Desktops vorgestellt oder auch hier diesen Trick solltest du kennen und nutzen auf Stock Free Terminal. Das ist auf Ja, sehr, sehr sehenswert, das Video auf jeden Fall. Und die ganzen Videos findet dann hier auch das Webinar oder unter der Playlist und dann unter Webinare. Das sind dann alle abrufbar. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dann nochmal morgen nachschaut, wenn ihr da, wenn es Unklarheiten gab. Multi-Time für den Desktop. Genau, ich hoffe, ihr seid noch da. Genau, einmal hier Multi-Time für den Desktop. Und es gibt schon diesen einen vorgefertigten Desktop. Ich kann den mal mit euch teilen. Ich poste das mal direkt hier in den Chat rein an alle. Der ist nämlich auch öffentlich. Genau, dann kann man sich auch selber speichern. Also wenn ihr den für euch speichern möchtet, klickt ihr hier einfach auf das Desktop-Symbol und dann hier bei euch, also hier klicken und dann hier auf Desktop kopieren, weil dann habt ihr den direkt für euch so kopiert quasi und könnt ihr dann auch abrufen. Und hier seht ihr einmal einen 1-Minuten-Chart Intraday, einmal hier 4 Stunden, hier einen Tag. Und hier einen Monat. Wenn wir hier auf irgendeinen Wert klicken, klicken wir uns hier auf Adidas, dann lädt hier der Chart direkt rein.
Da ist die Sache mit den Indikatoren und Zeichnungen global. Da ist genau die Geschichte, nämlich mit diesen Tags. Also das ist schon sehr advanced und als es damals gefragt wurde, ist schon ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, man hat einmal eine, Punkt 1 ist einmal, man hat eine Chartvorlage für eine Minute, für 4 Stunden, einen Tag und einen Monat. Also man hat 4 verschiedene Chartvorlagen einmal angelegt. Die hinterlegt man jeweils hier in diesem, ja, Chart-Widget, hinterlegt man die einmal. Also hier kommt die Vorlage für den 1-Minuten-Chart hin, hier für den 4 Stunden, hier für den 1-Tages- und hier 1-Monats-Chart. Anschließend ist wichtig, dass man hier bei dem Auto-Chart-Feature, dass man da das Tag noch hinterlegt, das ist dieses Symbol hier. Da muss man dann quasi das Tag für 1 Minute hinterlegen, hier für 4 Stunden, hier für 1 Tag und 1 Monat. Und da ist es dann ganz wichtig, deswegen, das hätte man eigentlich von Anfang an machen müssen, oder man muss alle Charts, die man schon gespeichert hat, nochmal durchgehen, dass man die Charts, wenn man die speichert, genau, wenn man jetzt hier diesen Chart speichern würde, klicken hier Chart speichern als, muss man jedes Mal dann wirklich, wenn man sagt, das ist jetzt der Eintageschart, dass man hier auch diesen Tag 1D vergibt, wenn man dann hier im 1-Minuten-Chart ist, 1 Minute hier vergibt, dann 4 Stunden und 1 Monat. Und dann quasi müsste man jeden Chart, also zur Puma, wenn man die regelmäßig analysieren will oder vor allem für die Indizes, da ist es noch überschaubar, müsste man quasi Puma in 4 verschiedenen Zeiteinheiten einmal abgespeichert haben und jeweils den richtigen Tag vergeben haben, weil dann greift es auch. Wenn ich jetzt Puma im 1-Minuten-Chart, im 4-Stunden-Chart, im 1-Tages- und 1-Monats-Chart gespeichert habe, also Puma, der Chart nicht nur einmal hier auftaucht, sondern ich habe den jetzt 4-mal hier oben drinnen und jeweils das richtige Tag vergeben bei dem Speichern vom Chart. Dann muss ich das einmal hier quasi hinterlegen, das Tag für 1 Minute, für 4 Stunden, für 1 Tag und für 1 Monat, weil dann zieht sich der Chart quasi direkt, wenn ich hier nämlich auf Puma klicken würde, dann die richtigen Charts raus. Also das zieht dann hier, würde es den Puma-Chart rausziehen, nicht nur weil es Puma ist, sondern weil da genau dieses Tag von 1 Minute ist. Da würde es dann nicht den Chart von Puma im 1-Minuten-Chart laden, sondern es würde sich den Puma-Chart ziehen, wo das Tag 4 Stunden hinterlegt ist. Also man müsste halt wirklich von allen ja, Werten, die man da regelmäßig sich anschaut, 4 Chart-Versionen haben, jeweils den richtigen Tag hinterlegt haben und den Tag dann auch hier jeweils hier unten dann hinterlegen. Also hier dann beispielsweise der Tag 1 Tag. Und wichtig, wenn man das dann gemacht hat, also hier die Chartvorlage für 1 Minute mit dem Tag 1 Minute, hier dann für 4 Stunden etc. Hinterlegt hat alles. Ganz wichtig, den Desktop einmal so speichern, weil wenn man den dann nicht speichert, dann wird es natürlich alles dann nicht mehr übernommen. Genau, also es ist sehr, sehr aufwendig. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Aber wenn man das beispielsweise bei den Indizes macht, da würde es sich dann auf jeden Fall anbieten. Also das ist ja überschaubar, das Ganze, aber bei Einzelaktien müsste man es halt wirklich ja, für eine Handvoll machen. Aber man kann auch hier unter den Charts, die man gespeichert hat, nach Tags filtern. Also wenn man hier auf Tag geht, dann sieht man auch hier die ganzen Tags. Man sieht jetzt hier, ich habe jetzt 93 Werte mit 1-Tagestag, 22 mit 1 Wochen, 20 mit 1 Jahr und 34 ohne. Wenn ich hier draufklicke, laden jetzt alle mit 1 Tag und dann kann man halt nochmal durchgehen, ob man da was anpassen müsste. Ja, ich weiß, das ist ziemlich kompliziert. Ich kann es nochmal ansprechen. Wir hatten es eigentlich irgendwann mal ja, vor, das Ganze zu vereinfachen. Ich kann nochmal fragen, wie da so der Stand ist. Aber ja, ansonsten muss man in der Zwischenzeit damit auskommen erstmal. Aber ich verstehe, dass es ein gefragtes Feature ist. Genau. Aber ansonsten hoffe ich, dass eigentlich so alles adressiert wurde, was noch gefragt ist. Genau, habe ich noch irgendwie einen spannenden Desktop für Charting, den ich mit euch teilen könnte? Ich glaube, ich habe hier noch einen. Moment. War das der Charting? Ich glaube, ja. Und generell, wenn ihr Interesse habt, es gibt den Stock Free Weekly Newsletter. Da teile ich auch jedes Mal ja, Chartanalysen. Es gibt eine Aktienanalyse, beliebte Beiträge, Top-Themen. Und alle Chartanalysen, die findet man dann hier auf der Seite kann man alle vergangenen Chartanalysen, die wir so drin hatten, also man sieht hier auch, das geht eigentlich ziemlich gut auf. Also
hier haben wir die Analyse gemacht und ja, seitdem ging es halt runter. Das haben wir hier auch extra so ein, ja, so ein Stock-Free-Weekly-Depot, aber da nicht wundern, dass das nicht so gut performt. Da kaufen wir einfach alle Werte rein zum Zeitpunkt der Analyse in dem Stock-Free-Weekly, egal ob das eher Short-Seite ist oder Long-Seite, wird einfach reingekauft, weil ich es einfach interessant finde, so zu beobachten, wie das Ganze sich dann so entwickelt. Aber ich muss sagen, die Trefferquote ist gar nicht so schlecht, so von den Pfeilen zumindest. Genau, also auf jeden Fall gerne mal reinschauen, findet man unter, auf stockfree.com unter mehr und dann unter Newsletter. Und da würde dann morgen die neueste Ausgabe rauskommen. Ansonsten wollte ich euch ja noch einen weiteren Desktop zeigen, dieser Charting Desktop. Da sieht man es beispielsweise, hier hat man einmal die verschiedenen Indizes, also hier Depot, DAX, Watchlist etc. Klicken jetzt hier mal auf Nasdaq, können hier auf einen Wert klicken. Jetzt sieht man schon, hier lädt dann direkt der Chart dazu. Oder man hat auch hier das Widget Meine Charts und das sind alle Charts, die ich persönlich gespeichert habe. Die kann man hier auch alle nach und nach aufrufen. Das empfehle ich euch vor allem, weil dann habt ihr genau die Charts, die euch interessieren und könnt ihr dann alle nochmal durchgehen. Und genau, den Desktop teile ich euch auch gerne. Und dann könnt ihr den auch an eure Bedürfnisse anpassen. Also ihr könnt dann hier sagen, ihr wollt eure eigene Watchlist zerlegen. Das würde so funktionieren. Ihr öffnet erstmal eine Watchlist, das funktioniert über das Augensymbol. Dann wählt ihr eure Watchlist aus. Sagen wir jetzt mal hier ChatGPT Grow. Jetzt habt ihr eure Watchlist hier und dann könnt ihr die per Drag and Drop hier oben anpacken. Jetzt seht ihr schon, jetzt leuchtet diese Leiste hier oben blau auf. Das heißt, die ist quasi aufnahmebereit und jetzt könnt ihr hier dieses Widget reinziehen. Jetzt seht ihr, jetzt leuchtet es grün. Das heißt, ihr könnt an einer beliebigen Stelle loslassen und dann habt ihr die direkt hinzugefügt. Könnt per Doppelklick drauf den Namen verändern. Wir nennen es jetzt mal Test schnell. Genau, jetzt haben wir hier die drinnen. Und jetzt können wir alle Werte hier, die wir haben, auch hier durchgehen. Und ganz wichtig, wenn ihr dann diese Anpassung vorgenommen habt, klickt dann auf wieder Desktop speichern, also hier auf Desktop und dann Desktop speichern, damit diese Änderung auch vorgenommen wird. Ihr könnt dann auch hier ein Newsfeed-Widget hinmachen oder ein Stock-Free-Score-Widget, was auch immer. Aber das ist auch ein guter Desktop, den ich auch sehr, sehr gerne benutze. Ansonsten, ich glaube, das war's jetzt. Wünsche euch einen schönen Abend. War mir wieder eine Freude, hier das Ganze näher bringen zu dürfen mit Live-Earnings. Und würde mich freuen, wenn ihr euch für den Stock Free Weekly eintragt. Also der kommt immer direkt von mir und ja, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal geht es, glaube ich, um Fundamentalanalyse auf Stock Free oder um das Thema News. Eins von beiden. Aber das sehen wir dann hier, also unter mehr und dann Events. Wenn man dann einfach hier nach How to Stock Free sucht, sieht man hier die ganzen anstehenden Webinare und das nächste wäre dann am 31.10. Genau, also wenn ihr da einfach wieder einschaltet, wieder 17 bis 18 Uhr. Ansonsten gibt es wieder ein TradeMate-Webinar, wenn ihr hier nach TradeMate sucht. Das ist dann am 19.10. von 18 bis 19 Uhr. Diesmal mit dem Dirk 7H. Der ist ganz neu bei Stockfree TradeMate und da gibt es dann einiges zu berichten, weil er immer sehr, sehr informative Beiträge schreibt und einen sehr spannenden Handelsstil hat. Da wird es sich auf jeden Fall auch lohnen, einmal reinzuschauen. Ansonsten, das Webinar findet ihr morgen auf, wie gesagt, dem How to Stockfree YouTube-Kanal. Genau, hier nochmal, ich teile es am besten hier nochmal. Da müsst ihr nämlich gar nicht suchen danach. Hier, zack. Hier mal Nachrichten. Genau, dort findet ihr dann die Aufzeichnung morgen. Ansonsten gibt es hier schon spannende Videos, beispielsweise hier das letzte Webinar mit diesem Trick direkt auf Stockfree Terminal durchstarten. Das könnt ihr euch auch nochmal gerne anschauen in der Zwischenzeit. Dann war es jetzt und ich freue mich, euch dann beim nächsten Webinar wiedersehen zu dürfen.